Nerdzone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Mini Motor Racing X. Ich spiele das Ganze mit der HTC Vive und mit meinen Index-Controllern. Hier sieht man, ein bisschen wird es erkannt. Cool. Tap to begin. Whoa. Ich muss gleich dazu sagen, ich hielt das zuerst für einen Witz, dass die hier einen VR-Modus dazu machen zu dem Spiel, zu dem Arcade Racer. Ich finde es also jetzt schon genial, wenn ich hier rausschaue, sieht das herrlich aus. Okay, gut, Select Car, Career, wir haben hier Career Mode, Quick Race, Customize, Arcade. Hier Invite Friends, wir könnten, oder Random Game, wir könnten Multiplayer spielen. Wir schauen uns aber mal hier den Singleplayer an. Ja, nehmen wir gleich hier diesen Hatchback, Select. Upgrades, mangels Geld können wir nichts upgraden. Und es gibt hier jetzt zwei Modi, einmal den Classic Mode und einmal Type X Mode. Type X heißt nichts anderes wie Pick up weapons and extra power-ups to gain an edge over your opponents in Type X Mode. Das heißt, wie Classic Modus, wo man einfach nur fährt, nur mit Waffen. Wir starten trotzdem mal hier im Classic Mode. Beginner Championship. You can change difficulty at any time. Easy, normal, hard. Wir spielen normal, würde ich sagen. Und turn the key to start. Okay. Tutorial in progress. Wir haben hier sogar die Index-Controller. Tap in, change view. Okay. Hold, toggle on car. Okay. Das ist ja cool. Okay, von weiter hinten. Oh, von oben. Oh. Okay, wir könnten so auch fahren. Und hold, toggle off car. Menu. Play your way. Controllers. Grab the RC or wheel. Cool. And play from anywhere. Car wheel. Use the fixed wheel in the car. Hands. You can also just use hands at any time. Steer by grabbing the wheel, RC controller, or using thumbsticks. Accelerate, reverse, menu, nitro, and weapon. Okay. To see all controls, click both analog sticks simultaneously. Gut, wir schnappen uns mal so einen, würde ich sagen. Press B to close menu. Hold trigger. Und hier müssen wir lenken, oder wie? Wow! Ich muss sagen, das lässt sich genial steuern. Also ich hatte ein ferngesteuertes Auto mit so einer Fernbedienung, aber ich bin nie richtig wirklich klar gekommen damit. Aber mit dem, das fühlt sich irgendwie einfach richtig an. Ich kann es nicht beschreiben, aber das lässt sich wirklich gut steuern. Ich meine, ich bin immerhin Erster hier. Okay, Nitro funktioniert auch. Das
finished. Wow, also, boah. Ich hätte es mir ehrlich gesagt bei weitem nicht so gut vorgestellt. Wir können hier sogar den Tisch verstellen, wie wir wollen. Das funktioniert einfach. Teleport. Ah, wir können hier aus verschiedenen Perspektiven spielen. Controls, das haben wir schon gesehen. Click both. Dann nehmen wir jetzt einfach mal so das Steuer und spielen so. Schauen wir mal, wie es so funktioniert. Uff. Okay, das funktioniert auch gut, aber anders hat es besser funktioniert, finde ich. Aber es lässt sich trotzdem richtig gut steuern. Also ich bin jetzt einfach nur zu doof zum Fahren, aber es lässt sich schon gut steuern. Man kann einfach hier nämlich reingehen und sich das Ganze aus der Nähe ansehen. Ich kann das Lenkrad quasi halten, wie ich will. Ich meine, ich bin jetzt Letzter, aber gut. Wir versuchen das jetzt nochmal. Allerdings so war das. Allerdings versuchen wir das jetzt mal so. Oh Gott. Gut. Wow. Also ich, das kann ich jetzt schon sagen. Das wird mit Sicherheit nicht meine Lieblingseinstellung. Die funktioniert auch gut. Ja, Nitro. Zwei Nitro habe ich noch. Und hier auch diverse Komfortfunktionen, wie wenn wir hier driften, dann verschwindet der Rand quasi ein wenig, damit einem nicht sofort schlecht wird. Und ich meine, das ist ja auch jetzt kein, das ist ja ein schnelles Spiel quasi. Und wir haben gewonnen. Press A. Okay. Puh. Das funktioniert auch wirklich gut. Oh, wir haben einen neuen Helm. Heißt das? Ah! Okay, das heißt so. So werden wir gesehen. wir könnten jetzt zum Beispiel einmal Handling upgraden. Und versuchen, jetzt noch eine andere Möglichkeit, und zwar nicht so, sondern so fahren wir jetzt mal, und zwar einfach mit den hier mit den Triggern, mit den Controllern. Das ist... Wow! Okay. Ah. Dritter.
Also die haben da wirklich viel, viel Herzblut reingesteckt. Gar keine Frage. Wow. Das ist cool. Also das funktioniert einfach. Ich glaube, ich kann das Spiel nie wieder anders spielen. Wie ist das jetzt? Fährt er so mit jetzt oder? Da bin ich jetzt. Nö, tut er nicht. Aber sogar das funktioniert. Ich habe hier. Es wird hier ein Umriss gezeigt. Okay. Ein Umriss gezeigt. Und hier sehe ich genau, wie die Straße verläuft. Oh. Das war jetzt doof. Während des Rennens sollte man vielleicht nicht umstellen. Aber das ist auch eine richtig gute Perspektive. So, wir müssen hier ein wenig aufholen. Wir sind Letzter. Das geht gar nicht. Oh, der hat mir die Tour weggeschnappt. Und das ist so cool. Ich kann hier reingehen. Kann hier ein wenig mir das aus allen möglichen Perspektiven ansehen. Oh. Wir sind jetzt Zweiter geworden. Das versuchen wir jetzt nochmal. Moment, Teleport war das. Wir könnten uns sogar hier draufsetzen. Das ist ja... Also ich bin total hin und weg. Ich bin richtig begeistert. So. Und so lässt es sich auch wirklich richtig, richtig gut fahren. Hat ein wenig mehr Topspeed als ich. Aber das macht nichts, weil in den Kurven werden wir ein wenig so aufholen. Noch grafisch ist ja richtig viel, viel Liebe zum Detail dabei. Ich muss jetzt noch kurz hier fertig fahren, aber so aus dem Augenwinkel habe ich schon ein paar Sachen gesehen. Hier zum Beispiel, wir können hier wirklich nah rein gehen, wir können hier wirklich zusehen. Ich robbe hier jetzt gerade am Boden rum. Wow. Das ist wirklich, wirklich, wirklich gut. So, wir haben neue Handschuhe. Oh, schön. Und ein neues Auto. Ich würde jetzt sagen, wir werfen noch einen Blick auf diesen Type X Mode. Wir werden vielleicht noch ein anderes Fahrzeug jetzt mal ausprobieren. Pickup. Der sieht doch nett aus. Wir können hier auch die Lackierung schnell verändern. Und auch das Geld ausgeben. Machen wir jetzt mal nicht. Wir schauen uns mal das Rennen an. Und zwar aus dieser Perspektive, die finde ich am besten. So, wie funktioniert das jetzt? Wir haben Nitro ganz normal. Dreimal Nitro. So.
Oh, und haben jetzt... Ah, jetzt haben wir eine Waffe bekommen. Der eine hat ein Schild bekommen. Das ist, glaube ich, eine Rakete. Ich habe sie allerdings noch nicht ausprobiert. Ah ja, okay, das ist eine Rakete. Oh. Und jetzt habe ich ein Schild bekommen. Das war jetzt auch gut so, weil ich hätte jetzt gerade irgendwas getroffen. Und jetzt muss ich mal ein bisschen... Oh, Wirbelwind. Okay. Das ist schon die letzte Runde. Okay, ich habe das total versaut. Ah, da ist auch eine Mine. Da ist eine Mine. Okay, also es gibt wirklich einige verschiedene Waffen. Also ich habe gesehen, eine Mine, ein Hurricane, eine Rakete, ein Schild. Das ist schon mal. Und noch irgend so was anderes Fliegendes, was nicht zielgerichtet ist, sondern was einfach nur herumfliegt. Zumindest dachte ich das. Schauen wir mal. So, jetzt haben wir eine Mine. Die werde ich... Oh. Schade, die wollte ich jetzt gerade noch setzen. Plötzlich war ich nicht mehr Erster. Dann setzen wir sie doch mal hier. Haha. Oh, dafür bin ich ziemlich doof. Keiner fährt um... Ja, der fährt über meine Mine. Sehr schön. So, was habe ich jetzt? Ich habe keine Waffe bekommen. Oh, schade. Ich muss aufholen. Oh, schade. Oh, oh, oh. Zweiter. Okay. Vielleicht wäre es mit einem anderen Auto noch besser gegangen. Aber wir haben das zweite freigeschaltet. Wir können... Nö. Hier. Hier ein anderes Auto nehmen. Zum Beispiel den hier. Gut. Das haben wir gesagt. Also, die Steuerung funktioniert einwandfrei. Es sieht so nett aus. Schauen wir mal, der ist schneller als ich auf jeden Fall. So, jetzt habe ich einen Schraubenschlüssel bekommen. Ah, das ist der, okay. Das ist der, der nicht ferngesteuert, also nicht zielgesteuert ist. Sondern der kann mich jetzt auch treffen. Oh. Und ich habe noch so einen. So. Das Geld erwische ich nie, wenn ich gewinnen will hier. Oh. Und die kurzen Aussetzer hier. Die sind hier von meinem System, das ist, hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun. Da habe ich ein kleines Problem noch mit meiner HTC Vive. So, ich würde sagen, ein Rennen mit einem... So, ein Rennen mit einem anderen Fahrzeug noch. Und nehmen wir hier Fruit Ninja. In Erdbeeroptik. Diese Strecke und los geht's. Sehr schön. Oh. Hallo. wo sind wir? Hier. Oh. Okay. Da gehen wir etwas weiter rein. Da
ist herrlich. Oh. Das lässt sich wirklich so gut steuern. Und sieht top aus. Eine Mine. Zack. Schade. Oh. So. So, zwei Nitros haben wir. Nitros haben wir noch. Oh, und wir sind in die eigene Mine gerast. So, jetzt versuchen wir mal. Oh, das ist nicht gut. Wir sind noch Erster. Hoffentlich fahren wir nicht in den eigenen Schraubenschlüssel rein. Nö. Ah, wir haben jemanden getroffen. So. Der wird mich noch treffen wahrscheinlich. Oh, nö. Glück gehabt. Sehr cool. Ups. Und wenn ich hier raussehe, das spiegelt immer die gerade gefahrene Strecke wieder, oder? Ich glaube schon. Neuen Helm haben wir jedenfalls wieder. Das heißt, wenn ich jetzt... okay. Das hier sieht so ähnlich aus. Wenn ich jetzt die Strecke nochmal starte... Ich muss sie ja jetzt nicht unbedingt fahren, oder? Ich will jetzt nur kurz Exit Race. Schauen, ob das wirklich so ist. Ja, es ist wirklich so. Jetzt sieht man hier die Strecke, die wir gerade geladen haben. Ah, oh, ist das cool. Was haben wir hier? Bumperball Micromotor Time Trial Custom Race. Bumperball? Okay, 2 gegen 2. Das ist quasi Rocket League mäßig, oder wie? Sieht zumindest so aus. Ja, klar. Ups. Wir sind rot, das heißt, wir müssen ins blaue Tor. Oh, das ist praktisch Rocket League in VR. Und ich glaube, wir haben das erste Tor geschossen. Nein! Nein! Oh, Entschuldigung. So, wir warten hier sehnsüchtig auf den Ball. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Zack, das war nix. Aber jetzt! Jetzt ist er doch... Das ist Rocket League in VR. Ich dreh durch. Da macht vielleicht auch sowas Sinn. Moment. So vielleicht, ja. Ja. Okay, das ist nix für mich. Was gibt's hier sonst noch für Perspektiven? Wo bin ich? Ah, hier. Das ist ganz von oben. So ist es. Cool. Oh, daneben. Oh! Ich stecke jetzt. Also ich will hier das erste Match nicht verlieren. So, ein Tor machen wir. Und mit wir meine ich meinen Partner und ich und nicht... Ja,
ja. Der. Ja, jetzt. Jawohl, 1:0. Haha. Und ich stehe schon bereit. Oh, fast. Was gegenüber Rocket League hier fehlt, ist eindeutig das Springen. Aber ansonsten ist es sehr cool. Ich kann hier sogar. Jetzt. Oh, fast! Ist natürlich von der Steuerung her, man muss sich wirklich mal dran gewöhnen. Aber wir haben ganz klar gewonnen. Okay, was war da der andere Modus noch? Okay. Micromotor. Select Track. Ja. Ja, einfach machen wir mal so. Micromotor. Was heißt das? Das ist ganz klein auf jeden Fall. Wow. Das lässt sich so cool steuern. So, jetzt muss ich ein bisschen Nitro sparen. So, die vorletzte Runde. Wow! Letzte Runde. Also das sind wirklich jetzt ganz kleine ferngesteuerte Autos. Sehr cool. Okay. Ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.